So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Erstmal ein frohes neues Jahr, da dies die erste Aufnahme, Dark Souls Aufnahmesession in diesem Jahr ist. Jo. Nicht die erste Aufnahmesession unbedingt, weil ich noch vorher Game of Dwarves aufgenommen habe. Gut. Wie ihr sehen könnt, war ich fleißig. Einmal hier unten an unseren Seelen. Wir haben 1,3 Millionen Seelen. Und oben an meinem Lebensbalken. Ich bin ein paar Mal gestorben, während ich die Lois-Seelen gefarmt habe. Und ja, ich habe 51 rausgekriegt. Gut. Und warum werde ich gleich invasiert? Gut, du Affe. Geh auch dorthin, wo der Pfeffer wächst. Auf dich hatte ich jetzt gerade sowas von gar keinen Bock. So, ich gehe jetzt einfach nach Majula zurück. So, hier bin ich in Sicherheit. Jetzt wechsle ich erst einmal, ja, mein Schild wieder. Wie ihr sehen könnt, war ich sehr fleißig, auch was Rüstungsteile, Farmen angeht. Und ja, ich glaube, bevor ich Seelen ausgebe. Also erst einmal hätte ich gerne meine Menschlichkeit wieder. Ist ja ekelhaft, mit halbem Lebensbalken rumzulaufen. Und ja, ich habe kein Human Effigy benutzt, um mich wieder hoch zu pushen. Ich habe also ungefähr die letzten 30% der Seelen mit halben Lebenspunkten erfarmt. Was sehr, sehr aufregend war. Da ich keine Gegenstände offscreen benutzen wollte, bis auf die Glücksmünzen, die habe ich alle ziemlich schnell verbraten gehabt. Also ja, ich saß so ungefähr 5 bis 6 Stunden da dran. Die Seelen zu farmen. Oh, Gürm Kriegshandschuhe. Muss ich mal gucken, ob wir die haben. Oder nicht. Ja, ich gucke am besten gleich mal, weil ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich das Lois-Set, also das verkohlte Lois-Set. Bereits weggepackt hatte. Helm habe ich. Rüstung habe ich. Stulpen. Und Gabaschen hier. So, Gürm-Handschuh, Kriegshandschuhe. Sehe ich jetzt so nicht, also habe ich sie jetzt weg. Oh, ach ja, und den Ring könnte ich auch mal wieder wechseln. Wahrscheinlich war deswegen meine Drop-Chance so hoch. So, weg mit dir nochmal. Und hallo, Gavlan. So, verkaufen. Ja, ich habe auch ein paar Lois-Großschwerter, von denen ich jetzt nicht geguckt habe, ob ich sie. Nochmal. Nochmal zurück mit dem Ganzen. Und ja, ihr denkt euch sicherlich, für was sammelt der im Let's Play die ganzen Sachen? Antwort, weil ich's kann. Verkohltes Lois Großschwert und verkohlter Lois Schild. Gut. Und glaubt mir, das war teilweise richtig garstig, die Sachen zu farmen. Kriegerstiefel.
Gucke ich nachher, ob ich die schon habe. Wenn ich behalte, ist sie einfach im Inventar. So, jetzt aber. Können erstmal die ganzen verkohlten Leus-Schwerter weg. Der Hexenbaumzweig kann auch weg. Das kann ich weg. Und die ganzen Leus-Schilde können auch weg. So. Da die ganze Ausrüstung, also auch die Gefolgsleute Sachen und die Wahlgolem-Stulpen. Die haben nämlich ehrlich gesagt für mich keinen Mehrwert. Die Rüstung eher, weil ich die ja ziemlich gut gefarmt habe. Also die Leus-Rüstung. Ja, mache ich mal das mit der Tastatur. Das geht dann, glaube ich, etwas schneller. So. Hier will ich nichts verkaufen. Hier auch nicht. Hier habe ich die, die ich verkaufen möchte. Und die 5 Köderschädel. Die will ich nicht verkaufen. Leus sehen kann ich gar nicht verkaufen. Genauso wie ich wie Duftzweige, was gut ist, weil das Schlüsselsachen sind, die man einfach nicht verkaufen sollte. Genauso wenig wie Schlüssel. Jo, hat ein bisschen Wasser sehen gebracht. Wird auch nicht viel bei dem Menge an Seen, die wir schon haben. So, damit geht's jetzt zurück nach Majula. Bearer of Hunt. Aufsteigen. So, erstmal 5 Level in Konstitution und wir sehen, das hat fast nichts an unseren Seen angekratzt. Geschicklichkeit werde ich schlecht. Konstitution macht die Balance höher. Aber auch nicht mehr wirklich. Ich könnte Anpassung 5 Punkte reinpacken. Ja. Vitalität 5 Punkte. Und Geschicklichkeit könnte ich mal ans Softcap bringen. Also 50. Danach steigert sich nämlich der Schaden nur noch alle 2 Punkte. Nicht mehr jeden Punkt und auch nicht mehr sehr viel, wie man sehen kann. Intelligenz wäre eigentlich auch mal nicht schlecht. So, guckt euch das an. 25 Level haben wir jetzt gerade gemacht. Nur durch das Farm habe ich 25 Level. Und steigere ziemlich viel damit. So. Gut. Dann packe ich mal das Schild weg. Guck ganz kurz, ob wir diese Gamasche schon haben. So, auf den ersten Blick sehe ich sie jetzt nicht. Nein, hatten wir nicht. Gut. So, das heißt... Wir reisen zurück in die große Kathedrale. Und stellen uns jetzt endlich... dem Burnt Ivory King. Und zwar ohne jegliche Hilfe, weil ich habe den schon alleine geschafft. Also abgesehen von den Jungs hier natürlich, die brauche ich. Also sonst ist der Kampf fast nicht zu schaffen.
wenn man ständig von neuen Leusrittern belagert wird. So, jetzt gehen wir erstmal vorsichtig vor. Au. Und nehmen uns Zeit. Und verschwenden erstmal keine Flakone, sondern stinknormales Heilsteine. Okay, jetzt könnten wir mal einen Flakon gebrauchen. Und sollten mal gucken. Und noch ein Flakon. Dass wir mal einen von den Flammenwerfern ausschalten. Au. Das tut weh. Ja, ich hätte es gerne, wenn du den richtigen anvisierst. Was droppt der? Eine Leusseele. So. Gut, das letzte Tor wird gerade versiegelt. Oh, und ich habe keinen Ritter mehr, merke ich gerade. Ich bin allein auf mich gestellt mit dem letzten Flammenwerfer. Autsch. Win-win, hä? Das war nicht so geplant. Okay, vielleicht gehen wir am Anfang etwas aggressiver vor und schalten dann zum nicht ganz so aggressiven um. Wie penetrant, die sich da direkt neben das Leuchtfeuer platzieren, dass ich sie aus Versehen rufe. Nee, nix da. Also wieder runter. Den Seenhaufen zurückholen. Den Speer aufladen und zum Schild wechseln. Au.